Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso. Ja, gab es bislang nur regionale Lockdowns? Ist Kalifornien jetzt das erste Beispiel eines Bundesstaates, der die Lockerungsmaßnahmen jetzt ja, in einem weiteren Kreis wieder zurücknimmt, neue Lockdown-Maßnahmen unternimmt? In Florida sehen wir, dass hier die Infektionszahlen auch steil nach oben gehen. Und Disney versucht gleichzeitig seine Vergnügungsparks wieder zu eröffnen. Gleichzeitig muss Disney in Hongkong seinen Freizeitpark aufgrund schärferer Corona-Bedingungen wieder schließen. Und umso länger dieser Stop-and-Go-Betrieb anhält, desto ungeduldiger könnten Anleger an der Börse werden. Und das deswegen, weil ja die gestiegenen Kurse ja auch erhöhte Anforderungen mit sich bringen, was die Entwicklung hier angeht, insbesondere was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und in so einem Stop-and-Go-Betrieb wird eben eine V-förmige Konjunkturerholung immer unwahrscheinlicher. Es gibt also auf der Autobahn der Börse keine neue Totalsperrung, aber eine grüne Welle ist auch nicht zu sehen. Und immer mehr Anleger nehmen da seit einigen Tagen die Umleitungen von den weit befahrenen Straßen etwa über Gold und Silber, die sich stark entwickeln. An der relativen Stärke von Gold und Silber sehen wir also ein Verhalten, das ein gewisses Zweifeln an der Nachhaltigkeit der vor allem durch amerikanische Tech-Aktien getriebenen Rallye bei Aktien ausdrückt. Gestern dann auch bei Tesla ein Reversal. Wir waren bei 1770, sind bis 1500 gefallen. Wenn wir uns das anschauen, im Stundenkerzenchart hatten wir hier ein 1, 2, 3, das wir gestern besprochen hatten, und die 581er-Extension ist nun der vorläufige Endpunkt gewesen, und das hat auch den Nasdaq nach unten gezogen. Im Moment könnte der Germany 30 eine höhere Seitwärtsspanne etablieren, aber auch nur dann, wenn die 12.500-Punkte-Marke als zentrale Unterstützung gehalten werden können. Die haben wir letzte Woche hier im grünen Kreis zu sehen bereits dreimalig getestet. Nur wenn diese Unterstützung hält, wäre im Wochenverlauf ein erneuter Test der 12.766 direkt denkbar. Ansonsten könnten wir rutschen zurück in die tiefer liegende Seitwärtsspanne des Juni, die bei 12.067 Punkten nach unten begrenzt war. Banken müssen mit einer Flut an Kreditausfällen rechnen. Die heutigen Zahlen von Citigroup, JP Morgan Chase und Wells Fargo bilden einen Auftakt für diese Berichtssaison, die zu einem Lackmustest für die laufende Rallye an den Aktienbörsen werden könnte. Der Aufwärtstrend ist ja beim Germany 30 intakt, aber es ist halt ein bisschen, ungünstig, dass der Germany 30 gestern kein höheres Hoch ausbildete. Das kann zum Ansatzpunkt werden bei entsprechender Nachrichtenlage für jene, die eben dann den Markt doch nochmal in eine Trendwende zwingen könnten. Dazu ist allerdings einiges notwendig. Wir müssten nämlich unter dem Tief vom 15. Juni schließen bei 11.588 Punkten. Das ist eben, da ist noch ein bisschen Platz, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben ist kein höheres Hoch da. Damit kann hier ein 1, 2, 3 Top oder klassisch betrachtet ein Doppeltop immer noch in den Markt kommen. Die Zahlen im Finanzsektor werden nochmal gut ein Fünftel schlechter erwartet als im Rest der Wirtschaft. Wenn wir jetzt sehen, dass in diesem Sektor weitaus schlechtere Zahlen kommen als erwartet, dann könnte mit dem Beginn der Berichtssaison den Bullen auch, so kann man es sich vorstellen, der Wind aus den Segeln genommen werden. Wenn heute die Bankaktien unter die Räder kommen, könnte das am Gesamtmarkt spürbare Auswirkungen haben. Banken sind das Rückgrat der Wirtschaft, gerade jetzt auch müssen sie Unternehmen und Konsumenten mit Krediten versorgen. Und um sich selbst liquide zu halten, könnten die also sagen, okay, wir gucken lieber auf uns selbst, um auf unser eigenes wirtschaftliches Überleben und fahren hier die Kreditvergabe runter. Und das könnte dann eben diese Übertragung von der Politik, der lockeren Geldpolitik hin zur Wirtschaft dann stören. Also da wird man jetzt genau drauf achten, wie es den Banken geht, und man scheint hier mit einer gewissen Vorsicht in diese Berichtssaison, vor allem in den heutigen Tag der Bankenbilanzen, zu gehen. Warten wir es ab, was kommt. 9 bis 10 Uhr bin ich dann wieder im Börsenbuffet da, klicke mich für den Moment aus, wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag, und wie gesagt, es geht jetzt ganz zentral
auf der Unterseite um die 12.500 Punkte Marke sollte man dran gehen, kann die gehalten werden. Ansonsten haben wir im Moment hier eine Seitwärtsspanne etabliert. Vielen Dank fürs Einschalten.